Ja, hallo und willkommen beim ersten Tutorial. Ich konnte es leider nicht über Minecraft machen, aber werde ich demnächst auch noch vielleicht. Und heute ist es erstmal über ein anderes Spiel. Ich habe mir gedacht, bevor ich gar keins mache, spiele ich einfach mal Demolition Company. Ich starte es einfach mal. Das ist ein Abbruchsimulator. Ja, das ist die Gold Edition. Und es dauert immer sehr lang zum Laden. Und ob ihr es euch kaufen wollt, müsst ihr selbst entscheiden. Ich werde nur ein paar Empfehlungen nach dem letzten Test sozusagen rausbringen. Er hat immer so ein paar Probleme, aber das ist egal. Ja, was kann ich noch sagen? Es ging wegen Minecraft nicht, weil mein PC immer abgeschmiert ist und dann ging das mit dem Aufnahmeprogramm nicht und alles. Ist jetzt ja auch egal, wir spielen jetzt hier ein anderes Spiel. Demolition Company, der Abbruchsimulator Gold. Ich habe jetzt hier schon ein Spielchen angefangen, den spiele ich schon sehr lange. Den spielen wir jetzt einfach mal weiter. Spiel wird geladen. Das dauert immer. Also, was kann ich da noch so erzählen? Ja. Vielleicht werde ich demnächst auch noch ein paar andere Let's Test oder Let's Play machen. Also hier wird das hier erst ein Let's Play. Habe ich mich jetzt irgendwie entschlossen, weil ich ja schon Spielstand anhabe. Let's Test wird es ja werden, wenn ich das Spiel jetzt ganz von vorne starten würde und selbst noch nicht gespielt habe. Aber das Spiel habe ich jetzt seit einem Jahr. Bei Gold ist es so, dass es da noch einen Flughafen gibt, den man abreißen kann. Nein, keinen direkten Flughafen, aber ein Flughafengelände. Also die Grafik ist so, ja, die Gebäude sehen eigentlich recht gut aus, sind aber schon sehr weit abgerissen. Das wundert einen mal ein bisschen, die Maschinen. Manchmal leckt es ganz schön. Also, hier ist unser Punkt, wo wir sind. Die Stadt kann man nicht weiter erkunden, das sind nur ein Stück. Bis da hinten zu dem, wo das Symbol blinkt, mit dem Bagger da. Ein Stück weiter und weiter dann nicht mehr. Dann gehen wir hier mal rein. Wir spielen einfach mal eine Mission, wo ich euch die Werkzeuge zeige. Und zwar explosiv. Das spielen wir jetzt einfach mal. Die Fahrzeuge zeige ich euch jetzt nicht, die zeige ich gleich. So. Hier ist halt die Beschreibung. Da, da und da in den Schritten. Man muss jetzt natürlich nicht sprengen, also die Werkzeuge muss man mit sich kaufen, das ist ja klar. Und man kriegt immer Geld durch Missionen. Zu Anfang hat man nur ein paar Sachen. Den Vorschlagshammer, also die Mission kann man dann auch noch nicht machen. Ich finde das auch sehr schön mit den Bildern. Dann sind wir hier. Das ist die Stadt. Also 1. Man muss die Tasten legen. 1 ist hier der Vorschlaghammer. Dann kann man das hier so weghauen. Es gibt dann noch viel härtere Materialien. 2 ist dieser Presslufthammer. Der braucht sehr, 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 sehr lange und ist nur Zeitverschwendung. Boah, geht egal. 3 ist Sprengstoff, zeige ich gleich. 4 ist der Schallsprenger. Der drückt alles sofort weg. 5, das ist jetzt ein Mod, das ist die Steinsäge. Ist aber ein Mod, da gibt es nicht so viele Mods, aber es gibt Mods. Das ist sehr schön, das siegt alles durch. 6 ist der Raketenwerfer, das ist auch ein Mod. Sieben gibt es nicht. Also, jetzt zeige ich euch Sprengstoff. Typ 1, es gibt auch immer Altmetall zu finden. Der Boden sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht macht es Boden. Das war unsere Rakete. Ich platziere einfach mal hier so ein bisschen grünen Sprengstoff. Dann gibt es, na komm, den roten, das ist schon eine Stufe weiter. Und den kann man halt auch platzieren. Ja, das wäre jetzt überflüssig, dass ich gesagt habe, den kann man auch platzieren. Einen Moment mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz was ändern. So. Ein bisschen mit dem roten Scheiß hier hantieren. Ich drücke mal die falschen Tasten. Ich bin das mit Hinstellen noch mit Minecraft, wo mit rechts.
Also mit Linksklick muss man sich erstmal voll umstellen. Ich habe das jetzt auch lange nicht mehr gespielt. Ich habe das jetzt mal wieder einfach zum Let's Play rausgeholt. Egal. Jetzt gehen wir. Man kann natürlich... Man hat hier ein super Sicherheitshelm. Man kann nie sterben. Aber die sagen in den Tutorials immer, man soll Abstand halten. 3, 2, 1. Sprengung. Sprengung habe ich gesagt. Sprengung. Mission erfüllt. Jetzt fliegen uns hier die Teile über den Kopf und wir haben die Mission erfüllt. Aber, naja. Mal zu der Grafik ist halt nicht die beste. Mission erfüllt. Jo, das wissen wir schon. Wollen Sie die Mission jetzt beenden? Ja, jetzt zeige ich euch ein paar von den Fahrzeugen. Ich werde aber nicht alle zeigen, weil die eigentlich sehr ähnlich sind. Große Abrissbirne und kleine sind eigentlich sehr ähnlich. So, bitte warten, bitte warten, bitte warten. Ja, komm, 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 komm. Ja, was kann ich hier? Hier sind halt die Abrechnungen des Sprengstoffs. Hat uns jetzt 11.900 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob das Euro sind. Hier, ja, Euro. Ich bin jetzt Veteran. Hier, die Stufe 7 erfüllte mir alles. Dann nehmen wir jetzt einfach mal die, nee. Balkonabbruch ist eine sehr schwere Mission. Wir nehmen einfach mal meine Lieblingsmission. Das hier ist eigentlich recht einfach. Pfeiler der Mino. Ist aber jetzt nicht mein Lieblings. Der Mini-Bagger, den brauchen wir jetzt nicht. Den Kompaktlager an. Den Radbagger. Eine Abrissbirne nehmen wir. Wir nehmen uns einfach mal die große Abrissbirne. Dann nehmen wir uns den Raupenbagger. Das bringt es nicht, den Radlader scheiße zu steuern. Planierraupe. Das hier ist. Dann nehmen wir einfach uns nochmal den Radlader. Dann starten wir die Mission. Jetzt steht er wieder und die Bilder sind da. Und ich muss kurz was gucken. Okay. Ja. Gewinnen Sie genügend Abstand vorm Sprengen der Objekte und aktivieren Sie dann den Zünder. Hier steht zum Beispiel Abstand. Wozu, weiß ich nicht, man hat ja einen Sicherheitshelm. Das ist eigentlich zum Sprengen gedacht und mit der Taste G, werde ich gleich zeigen, kann man, sieht man, das Grüne kann gesprengt werden und das Rote nicht. Für die Leute, die jetzt dachten, dass man das Rote sprengen muss und das Grüne nicht. Ja, Scherz. Okay, dann geht's jetzt schön in das Spiel. Wenn es nicht so lange laden würden, haben die Meister diese von den Baumaschinen haben da ihre Rechnung nicht bezahlt. Jetzt können sie uns das nicht geben. Hier sind wir jetzt auf dem Bahnhof. Wo sind jetzt unsere Maschinen? Oh nee, da hinten sind die. Wir fangen einfach mal an mit der Abrissbirne. Einsteigen. Jetzt driven wir hier los. Hier mit G seht ihr, da ist grün. Grün, 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 grün. Ich finde es doof. Man kann hier die Sicht mit C ändern. Und jetzt reißen wir hier so ein Scheißding mal ab. Die sind sehr scheiße zu steuern, die Dinger. Wir fahren einfach mal rein. Rum, rum, rum. Jetzt sind wir hier drinnen. Oh, oh. Ja. Dann testen wir das nächste Fahrzeug. Kann auch rennen. Was ich jetzt mal machen muss, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ich muss nämlich gleich los. Das heißt, mein Let's Play wird jetzt gleich zu Ende sein. Ich steige hier nochmal ein, das kann man halt hier dann so machen. Und hier so bewegen. Ich werde nochmal, aber nicht erst dann nicht. Oh, das schmiert sich immer ab hier. Okay. Hä? Den haben wir doch gar nicht. Okay. Hier, dies ist sehr schlechte Steuerung, aber. Okay, also. Wie ihr Demolition Company findet, müsst ihr selbst bestimmen. Und.
und ob ihr euch es kaufen wollt. Also es hat sehr oft Lags und alles. Ja, und es ist auch, na, die Steuerung muss jeder selber wissen. Okay, das war eigentlich mein erster Eindruck von Demolition Company. Vielleicht werde ich noch ein paar mehr Videos machen. Okay, das war's eigentlich schon wieder. Tschüss. Oh, wartet. Okay, bis dann. Ciao.